Hey, herzlich willkommen bei Tom Sai, kleine Bäume und mehr. Heute geht es mal um einen etwas größeren Baum. Ihr kennt ihn sicherlich aus der Serie Wie mache ich einen Bonsai? Das ist unser Juniperus stricta. Den wollen wir heute mal ein bisschen drahten. Ich nehme euch mit, wie wir die Äste drahten, wie wir sie stellen, zu kleinen Polstern, zu größeren Polstern und wie wir den Baum so ein bisschen in die richtige Richtung weisen, damit er irgendwann mal ein schöner Bonsai wird. In dem Sinne hole ich euch näher ran, schaut mir über die Schulter, los geht's. So, als allererstes muss ich mir hier mal Handschuhe anziehen. Weil dieses Ding ist so stachelig, also das kannst du nicht anfassen ohne Handschuhe. So, wir wollen uns heute um den Ast hier kümmern. Biegen wir den hier mal ein bisschen hoch. Hör mal, da stecken die Nadeln sogar gleich hier in den Handschuhen, also. So, als erstes schauen wir uns den Ast mal genauer an und mal schauen, was wir mit dem Ast hier so tun. Also da haben wir schon was. Der geht so nach unten, den machen wir gleich mal weg. Hier haben wir noch ein Stück abgestorbenen. Schau ich mal, die kleinen hier, die lassen wir mal. Kümmere ich mich jetzt erstmal um den größeren hier.
Jetzt nehmen wir den und den hier. Aber wie jetzt die ganzen Äste hier gedrahtet werden, ist eine riesengroße Sisyphus-Arbeit. Da nehme ich euch mit. Im Schnelldurchlauf, guckt es euch an. Bis später. Werden wir das jetzt bei den anderen Ästen auch tun. Und da das aber wahrscheinlich Ewigkeiten dauert, packe ich euch mal in einen Zeitraffer rein und wir sehen uns später, wenn es dann noch mal ein bisschen um die Äste stellen geht. Bis gleich!
Thank you.
Jetzt haben wir mal alle Polster mal flach ausgerichtet, haben alle, fast alle kleinen Äste gedrahtet. Jetzt müssen wir die ganzen starken Äste nochmal in Position bringen. Das heißt, wir müssen nochmal einen dickeren Draht anlegen, um sie noch weiter nach unten zu bringen, dass sie auch in der Position bleiben, weil so gehen sie immer wieder zurück. Aber dafür hole ich euch wieder näher ran, dann machen wir das zusammen. Thank you.
jetzt gesehen, wie ich hier die ganzen Polsterchen gedrahtet habe, wie ich nochmal die Äste gedrahtet habe, wie ich sie nochmal ein bisschen besser in Position gebracht habe. Ihr seht, der Baum ist topfit, der treibt überall raus, hier überall aus dem Hauptstamm, an den Ästen, der treibt überall. Das ist wirklich schön zu sehen. Also dem geht's gut. Und ja, jetzt haben wir ihn mal richtig in Form gebracht und mal in eine Richtung. Und jetzt hat er eine richtige Pause verdient. Jetzt darf er weiter wachsen und gedeihen bis nächstes Jahr. Und dann schauen wir mal im Frühling, im Frühjahr, was sich noch da drinnen verbirgt, weiter unten. Ihr wisst ja, wenn ihr das erste Video gesehen habt, wir haben ein bisschen weiter runter gegraben, aber wir haben das dann sein gelassen. War schon ein bisschen zu spät im Jahr, um ihn umzutopfen. Von dem her haben wir es gelassen und werden das für nächstes Jahr verschieben. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, ein Like. Und wenn ihr Bock habt, von dem Baum noch mehr zu sehen, dann drückt das Abo, aktiviert die Glocke und ihr verpasst nichts, wenn es wieder heißt Tom Sai, kleine Bäume und mehr. Ich wünsche euch was. Ciao, euer Tom.